Hier ist doch gar nichts. Wir haben doch vorhin auch schon so ein Ding gefunden. Alter, ich glaube, ich bin jetzt einfach überall vorbeigerannt wegen dem ganzen Gelaber. Weil wir jetzt schon zwei haben. Weil die eine hätte man jetzt auch alle noch finden können. Halt die Klappe, ey. Die oben helfen uns jetzt eh gleich. So, und hier muss doch irgendwo eine Karotte sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier ist keine. Was soll denn das? Hallo? Sind hier nicht beim Bongo, okay? Beim Mogumaru übrigens gar kein WoW. Das sagt, das ist ein Mist-Game. Aber er hat es auch noch nie gespielt. Ich frage mich dann, wie er sowas sagen kann. Meiner Meinung nach kann man gar nicht zu irgendetwas sagen, was er nicht vorher ausprobiert hat. Ich habe früher gesagt, ich mag keine Fischbrötchen, habe ich mal eins gegessen und seitdem mag ich Fischbrötchen so gerne. Deswegen muss man einfach mal alles ausprobieren, egal was. Ach, na super, die hatten auch Karotten oder was? Scheiße. Aber ist auch egal. Wir sind ja hier unter uns. Unter uns. Die Serie bei RTL, oder? RTL? Keine Ahnung, ich schaue so einen Mist nicht an. Unter uns, GZSZ, was auch immer. Nee, ist nicht so meins. Wobei, ich muss sagen, dass Familien im Brennpunkt und dieser ganze Doku-Dingens, der Pseudo-Doku-Gebaffel da, finde ich eigentlich schon sehr amüsant, schaue ich manchmal rein, aber nicht halt regelmäßig. Ab und zu mal, wenn ich überhaupt keine Beschäftigung finde, dann schaue ich ab und zu mal rein, lach mir einen ab und mach wieder aus. Weil, keine Ahnung, ist ab und zu schon mal amüsant. Berlin Tag und Nacht schaue ich überhaupt nicht an, weil das finde ich, keine Ahnung. So viele Leute denken, dass es wirklich wahr ist, was da passiert, dass es wirklich alles echt ist. Und da denke ich mir einfach nur, was ist denn da los, ey? Wer hat neu in den Kopf geschissen, ey? Als ob da überall eine Kamera mit hinbegleitet. Das, Alter, ey. Denkt mal drüber nach. Ganz ehrlich. Und da steht sogar, wenn eine Folge vorbei ist, dass es Dingens ist, aber das liest ja keiner. Also, dass es alles gefaked ist. Genug davon. Aber trotzdem beleidigen so viele Leute die Darsteller, obwohl sie nichts dafür kommen, was im Drehbuch steht. Naja. Oder X-Diaries ist genau das gleiche, auch nur alles gefaked. Oder wie heißt der Scheiß, was auf Kabel 1 läuft? Okay, das ist kein Scheiß, das schaue ich sogar selber oft oder gerne an. Achtung, Kontrolle, das ist, glaube ich, auch nur alles gefaked. Ja, ich glaube, das ist alles gefaked. Es wird nur so nachgestellt, wie es passiert, wie es passieren sollte. Oder? Da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Heute habe ich zum Beispiel eine Folge gesehen, da stand am Ende, das ist alles nicht echt, aber das sah auch irgendwie alles nicht echt aus. Und die Folgen, die ich normalerweise sehe, die an der Zollkontrolle oder so, am so einem Flughafen, das sieht dann schon wirklich, muss man schon sagen, echt aus. Deswegen verstehe ich gerade nicht, was das für eine Folge war, die heute lief. Welches Datum haben wir überhaupt heute? Ich glaube, 9. oder? Ne, 10. haben wir jetzt, 10. haben wir jetzt. Der 10. Der 10.10. Der 10.1.2013. Oh, ich glaube, wir verrecken an dem, dann nehmen wir lieber unser Zeug mit, obwohl das ist voll viel. Scheiße. Wo ist denn der Hase überhaupt? Der macht uns gar nichts mehr, der ist irgendwie weg. Er ist verschollen. Er wird nicht mehr wieder zurückkommen. Auf Wiedersehen, Hase. Oh, da kommt doch. Hallo. Tschüss. Oh. Ja, ich kenne ihn nicht, gell? Also, du kannst schon durch angreifen. Achso, das ist so eine komische. Ein NPC. Ja, ich glaube, wir werden jetzt zum ersten Mal sterben, weil. Ja, okay, greifen wir einfach mal an. Wir können es aber auch nicht heilen, oder? Haben wir schon Heilungszauber? Aha. Scheiße. Heilende Wurge. Wäre es nicht geil, wenn man sich in echt auch heilen könnte? Also so in Real Life und so. Könntet ihr euch vorstellen, dass euer Leben genauso aussehen würde wie in WoW? Wäre in manchen Sachen auch ziemlich cool, weil man kann nicht sterben. Wenn man stirbt, wacht man wieder als Geist auf, läuft zu seiner Leiche und dann lebt wieder. Dafür gibt es auch kein Internet oder PCs oder Fernseher oder was auch immer. Also in bestimmten Sachen ist schon cool. Was uncool ist, dass wir jetzt kein Mana mehr haben. Alter, Mädel, kauf dir mal ohne Scheiß Mana. Nehmen wir lieber die Holzbretter und hauen ab, aber wir haben ja eigentlich alles.
Und laufen wir zurück. So, der Dai-Low-Bauer wird es machen. Warum habe ich jetzt eigentlich mit so einem Ossi-Dialekt geredet? Verstehe ich gar nicht. Kaum aus Reflex. Ach man, ich habe noch ein bisschen Bammel wegen dem Ubisoft-Kram. Aber, naja. Auch so ein Dai-Low-Bauer. Dai-Low. Ah, da hinten ist schon wieder unser Feldjack. Och ja, härter als Holz und die fehlende Schlägerei waren unsere Quests. Aber hier sieht es schon ganz schön aus. Muss man mal so sagen. Obwohl ich auch nicht auf ganz hoch spiele. Auf Wiedersehen. Warum eigentlich nicht? 60 Frames habe ich gerade. Also 43, 44 sehe ich auch da unten in der Ecke. Das seht ihr aber nicht. Zum Glück nicht. Ich dachte, das sieht man immer in der Aufnahme. Das habe ich bei Fraps immer gedacht, weil immer als ich auf den Windows Media Player gegangen bin und das Video nochmal angeschaut haben, war da oben diese Frame-Anzeige, aber das liegt einfach nur daran, dass Fraps irgendwie alles aufnehmen will, auch den Windows Media Player. Und da dachte ich immer, man sieht's. Schlag den Gong. Okay, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch und dann mache ich eine Pause. Ding, ding. Das war ja wieder mal eine sehr schwere Quest. Ja gut, das können wir jetzt auch noch machen. Ja, mach doch. Ach, wir müssen Shu um Hilfe bitten, natürlich. Shu muss uns helfen. Wo ist denn überhaupt Sole? Der muss ja auch irgendwo sein. Ich weiß, das war jetzt total unwitzig. So unwitzig, wie es einfach nicht mehr gehen kann. Aber der muss jetzt einfach sein. Wer es nicht checkt, der spult nochmal zurück. Und lässt es sich so lange andudeln, bis er es checkt. Schön euch zu sehen. Irgendwie habe ich Bock weiter zu zocken. Jetzt müssen wir nicht im Ernst wieder dahin zurücklaufen, oder? Eigentlich ja nicht, da gibt es doch irgendwo so einen Wagen, oder? Gab es da nicht so einen Wagen? Wagen? Doch, da hinten. Mit dem hätten wir auch, glaube ich, zum ersten Mal fahren können, als ich euch zugelabert habe. Aber egal, dann machen wir es jetzt schnell und dann beende ich wirklich die Aufnahme. Ich muss ja auch noch das Zeug rendern und hochladen. Oh Mann, jetzt wird mir ja noch abgetrieben, ey. Aber das sieht schon cool aus, muss man mal sagen. Wir sind alle da eigentlich, aber noch zwei dabei. Oder ist er in ihm? Na, scheint nicht so. Wieder läuft. Ah, nicht schlecht gemacht. Aber naja, was will man von WoW erwarten, wie gesagt, es ist einfach eine fucking riesen Map. Von hier hinten bis ganz da unten braucht ihr bei einem schnellen Reiter, glaube ich, so um die 15 Minuten. Bei einem sehr schnellen Reiter sind, glaube ich, 400%, und wenn ihr einfach nur quer durchfliegt, vielleicht sogar 20 oder 25 Minuten. Alter, ey. Man hat ja auch Erfolge, das kann ich jetzt auch mal zeigen. Oh, die Erfolge wurden ja auch übernommen von meinen anderen Sachen, also von meinen anderen Chars. Außer das. Das habe ich ja eh noch nicht erreicht bei keinem. Und zwar Erkundung, genau das. Ich habe schon ein bisschen erkundet und ihr glaubt nicht, wie ewig das gedauert hat. Das hat aber so ewig gedauert. Oh, da bin ich auch schon fast fertig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das dauert auch noch lange. Und natürlich muss ich jetzt auch noch Pandaria erkunden, um den Erfolg zu bekommen. Aber naja, jetzt geben wir schnell die Quest ab und dann habe ich schon 5 Minuten überzogen. Ja, wisst ihr was, wir machen jetzt noch 5 Minuten, dann haben wir jetzt glaube ich dann 3 Folgen und das passt dann. 2 Folgen meine ich. Da muss ich nicht schon wieder cutten und dann wieder das andere Ende wieder hinfügen und ach nee. Und dann nehme ich wahrscheinlich wieder ein bisschen lauter auf und dann haut es euch vor den Stühlen oder so und das wollen wir ja nicht, ne? So, trefft die Feuerpfote in Morgenhauch. Oh. Hallo? Soll ich hier durchgezischt oder was? Wo bringt er denn uns hin? Schöner Baum übrigens. Hausbaum. Erinnert mich an Minecraft. Weiß gar nicht warum. So, ist es die Feuerpfote? Ah, das ist die Feuerpfote. Hallöchen. Hey, nach Morgenhauch geht's hier entlang. Oh, da gibt's weiter. Ich dachte, es ist ja ein Balkon.
Na, dann hat es wohl doch Sinn ergeben, dass wir hier hochgekommen sind. Ah, wenigstens haben wir schon die Hälfte abgeschlossen. Der ist dann nur noch und dann sind wir fertig. Wer es noch nicht gecheckt hat, das ist eine Schildkröte. Da sind die Beine, also die Füße, da und da und das ist der Kopf. Und die ist verletzt. Hatte ich glaube ich aber auch schon gesagt, dass die Schildkröte verletzt ist. Aber was genau da passiert ist, verrate ich jetzt noch nicht, weil das werden wir noch erfahren. Auch wenn ich die Texte durchlesen will, das mache ich nie in WoW. Da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich schon bestenfalls in 4 oder in Resident Evil, wenn da mal so ein Text in einer halben Stunde kommt. Seht ihr da auch so Punkte? Diese Punkte da? Ja, das sind Punkte. Keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall mache ich das im besten Fall zum Resident Evil, wenn da so ein Text mal kommt, so ein kleiner Text. Wenn da so jede halbe Stunde mal einer kommt, aber wenn ich jetzt jede 2 Minuten da in so einen mördermäßigen Text da durchlesen muss, dann kriege ich echt das Kotzen, ey. Ach, wir müssen auch 2 Milliarden Kilometer laufen, ey. Ja, super. Und die werden uns wahrscheinlich jetzt auch gleich hinterher rennen. Ja. Ich sag's und da ist schon ein Affe am Hals. Oder am Arsch, ehrlich gesagt. Zaubernder Affe habe ich auch noch nie gesehen. Wäre es nicht geil, wenn Menschen zaubern könnten? Früher hätte ich ja gedacht, Zauberer gäbe es wirklich, als noch ganz klein war. Da habe ich mir einen Zauberstab gekauft. Und da wollte ich mir was zaubern, dann ging es auf einmal nicht und dann war ich traurig. Das hat meine Illusion zerstört. Und mein Berufswunsch. Ja, ich wollte Zauberer werden, aber ich glaube, das wollte jeder. Oder Astronaut oder Feuerwehrmann. Obwohl, Feuerwehrmann wollte ich noch nie werden. Astronaut auch nicht, eher Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, warum ich solche Berufe werden wollte und nicht so Kinderberufe wie Profi, Fußballer oder was auch immer. Verschandelte Rollen der Weisheit verbrannt. Ist es im Wasser? Ach, wenn wir die Quest machen, dann mache ich die auf jeden Fall noch. 2 Minuten haben wir noch. 2 Minuten haben wir noch. Nicht mehr so lang. Sprich. Herrenlose Steinblöcke. Bis zum nächsten Mal. Ich habe Böcke gelesen, aber das war ein bisschen komisch. Oh, die Kinder. Fasziniertes Kind. Schauen wahrscheinlich gerade meine Let's Plays an. Ältester Schaupai. Eure Augen verraten. 8 farbgetränkte Pinsel. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Ja, aber ich möchte keinen roten Kranich in meinem Herzen haben. Das wäre nicht so toll, da habe ich Gefieder im Herzen. Nee, es muss nicht sein, ne? Muss nicht wirklich sein. Ah, die müssen wir jetzt killen, oder was? Na super, seit wann haben Affen farbgetränkte Pinsel? Ach so, jetzt müssen wir da rumrennen, aber ich glaube, das dauert länger als 10 Minuten. Naja, zeigen doch wenn die Welt noch so eine Minute oder 2 Minuten, dann beende ich die Aufnahme. Schauen wir uns noch ein wenig hier um, weil das ganze Zeug dazu machen, das dauert locker 10. Und ne. So, das ist der Einwohner von Morgenhauch, der ist ganz cool drauf, der schaut auch so. So schaue ich auch immer, wenn ich aufgestanden bin. Das ist einfach jeden Morgen immer das Gleiche. So. Oh, die sieht doch fast so aus wie wir, oder? Moment. Ja. Außer das Gesicht ist, obwohl die Farbe des Gesichts ist eigentlich genau die gleiche. Nur die Farbe ein bisschen anders. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass jeder Charakter hier eigentlich fast gleich aussieht, dass man hier nicht wirklich was verändern kann. Ist aber bei anderen MMOs nicht so. Da gibt es, wie bei Star Wars zum Beispiel oder Terra Online, das ist jetzt auch ein Free-MMO geworden. Das habe ich mir bei Release gekauft für 30 Euro. Und dann habe ich es, glaube ich, mal 2 Tage lang gespielt und dann war es irgendwie scheiße und jetzt ist es kostenlos geworden. 30 Euro für den Arsch, würde ich mal sagen. Aber das war auch schon vorher klar. So, hier nochmal so eine schöne Stube. Sieht genauso aus wie in der anderen Stube, die ich schon mal gezeigt habe. So, aber mehr gibt es jetzt auch nicht. Und dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Die Aufgabe wollte ich jetzt schon wieder sagen, ey. Schaut, ist schon spät, ich muss schlafen.
Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Nee, nicht wenn es wieder heißt, sonst mache ich Pizza mit nach. Nee, das wollen wir ja nicht, ne? Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.